Also Idee einer universellen Turingmaschine. Wir lassen die mit mehreren Bändern arbeiten. Und zwar auf Band 1. Auf die gleiche Art und Weise können wir jetzt die Eingabe W kodieren. Also auch das sogenannte Gödelwort der Eingabe W bestimmen. Das schreiben wir auf das erste Band drauf. Ja, das ist das Gödelwort von W. Und dieses W ist ja das, was wir unserer Maschine M als Eingabe geben wollen. Unsere universelle Turing-Maschine nennen wir U. So, das ist auf Band 1. Auf Band 2, da legen wir quasi das Programm unserer Turing-Maschine M ab. So, und auf Band 3, das ist sozusagen, also das bleibt Band 2. Band 2 bleibt die ganze Zeit unverändert. Also da wird quasi die Rechnung durchgeführt. Das ist quasi das Arbeitsband, was jetzt die universelle Maschine nutzt oder verwendet, um diese Simulation unserer Turing-Maschine M durchzuführen. Und auf Band 3, das wird irgendwie als Hilfsband genutzt, um den aktuellen Zustand der Turing-Maschine M, die ich ja simuliere, zu speichern. So, das Ganze ist fürchterlich technisch, aber wenn man sich da ein bisschen Zeit nimmt und da sauber runterschreibt, dann haut das hin. Ja, das müssen wir jetzt einfach mal so glauben. So, damit sind wir in der Lage, jetzt nicht nur eine Turing-Maschine für eine feste Anwendung, wie wir das hatten, für irgendeine Sprache zu erkennen, für irgendwie nach rechts laufen, nach links laufen, irgendwie so ein Shift durchzuführen, sondern was wir jetzt haben, wir haben eine universelle Turing-Maschine, ja, die wir mit einem beliebigen Programm füttern können. Das ist zwar fürchterlich unhandlich, ja, aber uns geht es ja um die prinzipielle Machbarkeit.